zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Zusammen mit den Harzratten an einer Location, die es uns ziemlich angetan hat. Also zumindest hat sie uns viel angetan, weil wir bestimmt schon dreimal hier waren. Und jedes Mal waren die Fenster wieder geschlossen. Dieses Mal nicht. Dieses Mal sind wir durch eine kleine Kletteraktion reingekommen. Es freut mich. Wir haben eine Location, ein Altenheim für euch, die relativ historisch ist. Mit nicht mehr so viel Einrichtung wahrscheinlich drin, aber trotzdem sehr viel noch zu sehen. Und das Ganze beginnt eigentlich auch schon hier mit so einem wahnsinnig tollen Kamin. Obendrauf steht eine Jahreszahl, irgendwas mit 1800 irgendwas. Faszinierend. Also Geschichte, Historisches, vielleicht was Episches, ich weiß es noch nicht genau. In jedem Fall wünsche ich euch viel Spaß. Also beginnen tun wir hier, wie eben gerade schon gezeigt, im Kaminzimmer. Der Nächste macht sich hier gleich bereit, um das Fotomotiv einzufangen. Wir kommen uns gleich mal hier weiter um und ich habe hier eben gerade kurz schon mal reingeschaut, so für den ersten Rundgang, und wir kommen gleich in so eine Art Badbereich oder Bäderbereich. Das heißt in erster Linie natürlich erst einmal nur WC, Mann und Frau, aber viel interessanter, wenn man sich das mal anschaut. Da gibt es zum einen erstmal so eine Tapete, die so einen rustikalen Mauerstil irgendwie rüberbringen soll. Und dann nebenan dieses Bad, was ich eben gerade schon angesprochen habe, und das Bad mit Fliesen. Also für mich macht das zwar einen alten, aber doch einen sehr edlen Eindruck. Ich meine, das ganze Haus ist alt und edel. Man sieht hier die Türen, die Wände, die Architektur, alleine wie die ganzen Fenster aufgebaut sind. Das ist also passend zu der Jahreszahl über dem Kamin. Genauso auch solche Schränke, die hier so einfach in die Wände eingelassen sind. Mit so einem Gitterverschlag. Ich weiß nicht, könnte vielleicht mal ein Schuhschrank oder sowas gewesen sein. Ja, und dieses Alt und Edel, das setzt sich auch fort, wenn man sich so mal die nächsten Räume anschaut. Hier eins mit so einer großen Eiche-Rustikal-Schrankwand, hätte ich fast gesagt. Also in dunklen Hölzern, eine entsprechende Decke dazu. Schon ziemlich verschimmelt, was einfach der Zeit angeht. Aber so von der Komposition her einfach richtig edel. Und alte Fernsehgeräte. Also bei diesen alten Schätzchen, da muss man ja mal einen extra Blick drauf werfen. Ich suche jetzt erst einmal nach der Frage oder nach der Antwort auf die Frage, sind das ausschließlich Schwarz-Weiß-Geräte oder sogar schon Farbe? Das heißt sogar oder überhaupt Farbe. Also irgendwie... Man hat ja die Frequenz zum Einstellen, UHF-Band, klar, aber irgendwas mit Sättigung oder sowas sehe ich jetzt hier nicht. Aha, da steht was drauf. Stassfurt und Color. Aha, das wird auf jeden Fall mal ein Farbfernseher gewesen sein. Das da drüber wieder nicht. Ja, gute Frage. Falls ihr eine Idee haben solltet, falls ihr euch mit diesen Dingen beschäftigt, mit diesen alten Hinterlassenschaften aus DDR und Ostdeutschland, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und ich bin jetzt so wagemutig und gehe in den Keller. Und Keller heißt in dem Fall erstmal die Treppe hinunter. Und selbst die Treppe ist irgendwie prunkhaft mit den Hölzern und den Farben und der Bemalung. Also in diesem Teil macht das so den Eindruck, als wenn es so... Der Servicebereich wäre, also es gibt hier so Räume, wo einfach was gelagert werden konnte. Aha, schau mal an, da steht sogar dran. Das ist ja nett. Wäschekammer. Ja, das erklärt sich von selbst. Okay. Eine Maschine. Ja, aber was für eine Maschine? Groß, lang. Hier vorne ist ein Motor und Ölstand ständig kontrollieren. Ja, sollte man mal wieder tun. Hier ist nämlich einiges ausgelaufen. So vom ersten, Eindruck her macht es irgendwie was von einem Drucker oder so einer Druckmaschine. Also große Druckmaschine. Hm. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Bügelstube. Leute, ganz ehrlich, ich muss euch was beichten. Ich bin nicht derjenige Typ Mensch, der Sachen bügelt. Bei mir läuft das Ganze so, das Zeug auf die Waschmaschine, und wenn es rauskommt, dann wird es irgendwo hingehangen, und Mutter Natur und Schwerkraft, die tun das halbwegs so, wie sie es tun sollen, aber auf jeden Fall sind die Falten dann zumindest halbwegs raus. Also, eine Bügelmaschine, sehr schön.
Wenn ihr eine Ahnung habt, ob das hier alles ist oder ob hier, und das ist meine Vermutung, Bügeln hat ja irgendwas mit Hitze zu tun. Hitze sehe ich hier nicht, also nicht irgendwas zum Heizen oder irgendwas. Fehlt da etwas oder hat man das irgendwo anders gemacht? Ich meine, das Ganze ist ja auch etwas, was jetzt nicht irgendwie im Teleshopping vertrieben wird, sondern das ist ja etwas, was alt ist. Meine Vermutung ist einfach, dass die Wäsche gebügelt wurde oder heiß gemacht wurde und dann hier durchgezogen wurde. Denn das Ganze hat hier so eine Welle oder Walze und ja, wahrscheinlich meine laienhafte Erfahrung wäre dann jetzt, dass das Ganze da einmal durchgeht. Tja, und dann, wenn man einmal ganz genau hinschaut, erkennt man auch schon wieder die ersten Details. Ein Bestandsnachweis für Lebensmittel, ausgefüllt 1991, sehe ich das richtig? Dann geht es hier in einen weiteren Bereich des Kellers, also quasi gegenüber des Treppenhauses. Und hier auch wieder prunkvoll, also wirklich in jedem Detail hat man darauf geachtet, dass es gut aussieht. Wo würde man das denn heute noch tun? Ja, dann gehen wir mal rein. Boah, was ist das für eine Lichtstimmung? Boah, ja, richtig was von Gruselkeller. Dazu irgendwelche Schriftstücke hier auf dem Boden. Ach, das ist genau so ein Zettel wie eben gerade schon bei dieser Bügelmaschine. Oder was auch immer das da war in diesem Bügelzimmer. Nachweis für Lebensmittel ausgefüllt, auch wieder mit Datum, 81, 88 und 90 und hier auch wieder Ende der 80er. Mein Gott, und ganz, ganz viel mehr davon in diesem Raum. Wahrscheinlich mal in dieser Kiste drin und irgendjemand war so geistreich und hat es einfach ausgekippt. Egal, ich werde mir jetzt nicht weiter diese Dinge anschauen, sondern mir ist hier was viel Interessanteres aufgefallen im nächsten Zimmer. Und hier geht es anscheinend, und das habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich das in erster Linie hier finden werde, in den Behandlungsbereich. Also was heißt Behandlungsbereich? Es ist ja ein Altenheim. Aber zumindest in jedem Altenheim werden irgendwelche Anwendungen angeboten. Massage, was der Teufel was. Und ja, hier haben wir die erste Liege. Hier gibt es auch wieder Unterlagen. Ich filme das jetzt nicht, weil der Name des Ortes hier drauf steht. Ein Bestell- und Lieferschein von 84, also Jahr 1984. Und hier geht es um Kassler, Kotelett, Lamm, Nussschinken, Rollschinken, alles, was man so braucht. Wenn er keine Lust hat zu bügeln. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, schätze ich mal, wird das genauso zu dem ganzen Kram gehören, was hier so ausgekippt wurde. Soll uns nicht weiter stören, ist auch noch mäßig interessant, zu wissen, was es hier alles so zu essen gab oder geben konnte. Interessant ist eher, was es den Therapiebereich angeht oder die Anwendung hier vielmehr. Und wie ihr schon gesehen habt, da haben wir so einen Beistelltisch, die Liege, klar, und dann noch so ein Gestell von einem Tisch, wo die Tischplatte fehlt. Und hier sind auch wieder so eine Halterung, einmal rund, einmal eckig. Tja, was mag da mal drin gestanden haben? Vielleicht eine Sauerstoffflasche? Möglicherweise, oder vielleicht so ein Inhalationsgerät? Hast du eine Idee, was es sein könnte? Ich glaube, da liegst du richtig. Mhm. Also mit der Sauerstoffflasche auf jeden Fall, denke ich, und dann hier drauf, dann der Tisch und dann eben die Maske oder so, die dazugehörige. Ne? Nach dem Therapieraum geht es wieder so durch einen Torbogen durch. Und dann kommt man wieder in so einen von diesen Gruselgängen. Die Räume, die hier abgehen, sind dann eher so, ja, Wirtschaftsräume wieder. Also Räume, wo man was lagern konnte. Holzregale haben wir hier und so ein typisches, weiß ich nicht, Kellerfenster. Lagerräume. Zimmer 10. Okay, Zimmer 10. Ja, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen irritiert. Wie gesagt, Zimmer 10. Also ich bin mir nicht sicher, wollten die hier unten wirklich irgendjemanden unterbringen? Zumindest gibt es hier einen Kamin, wie ihr seht. Und eben gerade noch so einen Raum. Und dann halt diesen etwas größeren Raum mit einem zugenagelten Fenster. Das sieht mir so aus wie so eine Art kleines Apartment oder sowas, würde man eigentlich sagen.
Ist das etwa der Grund gewesen, weswegen das geschlossen wurde? Von wegen neue Standards werden nicht eingehalten? Ich meine, wer möchte dann im dunklen Gang, im Keller, gegenüber von irgendwelchen Räumen mit Lagerfläche einquartiert werden? Gute Frage. Also, ich habe gehört, hier gibt es jetzt gleich eine Küche und Küche ist wirklich interessant. Wir haben ja schon gehört, was es zu essen gibt. Mal gucken, wie es zubereitet wurde. Aber zunächst einmal ein bisschen Elektrik. Küche braucht Elektrik und hier haben wir so eine Art antiquierten Sicherungskasten. Mein Gott, alles noch mit solchen Keramikdrehsicherungen. Aber, ja, ein großer Hauptschalter ist da. Hier wird einiges durchgegangen sein an Strom. Bin gespannt, wie groß die Küche ist. Weiter an der Tapete vorbei. Aha, hier sieht schon auch ein bisschen mehr nach Küche aus mit diesen Lüftungen oben. Da ist noch mehr Lüftung. Oh ja, und wir haben eine Küche. Eine relativ große Küche und vor allen Dingen, es sind noch Einrichtungsgegenstände da. Was ist denn das Schönes? Ja, ich würde sagen, es ist ein großes Kochfeld mit Backofen. Befeuerung, Gas, Einstellmöglichkeiten hier unten, ja, 8 Stufen und Zündung, klar. Steht sogar dran, Gerät umgestellt für Erdgas H. Dann noch ein kleinerer Herd, ebenfalls Gas und die großen Topfwärmer würde ich sie einfach mal nennen. Mein Gott, also da konntest du einen ganzen Kessel Zaubertrank oder was auch immer drauf zubereiten. Ja, und damit natürlich noch nicht genug. Ne? Für Suppe gab es etwas. Das ist ein Kochtopf. Ich würde mal sagen, Leute, ich bin nicht der große Meisterchef. Das werde ich mir gleich nochmal im Interview erklären lassen. Aber ich würde vermuten, das wird so eine Art Drucktopf gewesen sein. Und ein Grill vielleicht. Aha, der Meisterkochchef ist auch mittlerweile da. Heute in Zivil, ohne seine Chefkochmütze. Können Sie mir sagen, was das hier drüben für ein Gerät ist? Ich würde sagen, das ist eine Gulaschkanone. Hier warst du gefangen, die Einheiten von die Essen hast du da reingepackt und dann zubereitet. Nee, also ich glaube tatsächlich, es ist... eine Gulaschkanone, ne? Großer Topf rein und dann kannst du so einen Eintopf hier zubereiten und den dann halt in großen Portionen ausgeben. Waren ja auch ein paar Leute, die hier untergebracht waren. Ne? So würde ich schätzen. Hier in der Ecke gibt es auch noch einen Fahrstuhl für das Essen. Oben war wohl mal eine Klingel dran und ja, dann konnte man hier das Essen reinstellen und in die Etage hochschicken. Und hier kann man mal sehen, wie antiquiert das Ganze ist. Also das ganze Eisen ist schon oxidiert. Keine Stahlseile, sondern ganz normale Seile, wahrscheinlich dann entsprechend ja, 10, 15 Kilo Gewicht, was man nach oben schicken konnte. Zu einer anständigen Küche gehört natürlich auch eine Kühlung und ich habe mir sagen lassen, die ist hier. Ja, und tatsächlich Kühltruhen, Kühlschrank und ja, noch ein Kühlschrank oder einfach nur zur Aufbewahrung. Wobei, doch auch für Kühlung denke ich mal, das ist entsprechend stark isoliert. Ja, also man kann vielleicht auch an dem Zustand von den Kühlgeräten, also an dem guten Zustand von den Kühlgeräten sehen, das Ganze ist hier ganz regulär und geordnet runtergefahren worden. Kein Schimmelhotel und auch kein Ekelhotel oder irgendwas, wie ich das immer nenne, wenn man entsprechende Hinterlassenschaften noch findet, irgendwo in Kühlschränken, ist hier nicht der Fall. Und ja, es ist interessant, es ist wirklich sehr interessant, dass diese Maschinen hier noch drin sind, also die Küchengeräte, gibt es natürlich auch in vielen anderen, ich sag mal, Hotels oder sowas, habe ich auch schon häufig gesehen, aber das sind ja hier in dem Fall wirklich antiquierte und entsprechend schön anzuschauen. So Leute, der Weg in die erste Etage und gleich erstmal die erste Überraschung, schaut euch diese Treppe mal an. Mein Gott, das ist ja, Prunk und Protz. Oh, und die Decke. Hammer. Richtiges, weiß ich nicht, wie nennt sich das? Deckenprofil, Relief. Mein Gott. Und dazu diese abblätternde Farbe. Ich bin ja beeindruckt. Boah, und das hört mit dem Protz und Prunk gar nicht auf. Wand, weiß ich nicht, wie nennt sich das? Wandreliefs. Die müssen wahrscheinlich mal komplett
hier ringsrum waren, ringsrum gewesen sein. Zumindest ja, sieht so aus, als wenn die mal zerstört wurden oder ob sie sich selbst erledigt haben. Aber trotz, dass sie jetzt, auch wenn die jetzt nicht mehr da sind, finde ich eindrucksvoll, absolut eindrucksvoll. Dann bin ich ja mal gespannt, was man hier so findet. Also zumindest setzt sich hier erstmal so fort, dass die Decken ziemlich niedrig sind. Und der Boden macht auch schon so einen kleinen, aber unfeinen Eindruck. Anscheinend waren hier oben mal Zimmer. Und in Zimmer 21 gibt es tatsächlich, habe ich bei ihm gerade beim Vorbeigehen gesehen, noch zwei Betten für Bewohner. Und ich weiß nicht, ob das die Kamera jetzt in dem Fall wirklich aufnehmen kann. Die Betten sind relativ klein. Also eine Person, ich sag mal wie der Luca mit 2 Meter, sich da reinzulegen, da hat er nicht mehr viel Platz oben am Kopf und unten an den Füßen. Im nächsten Zimmer gibt es dann noch ein bisschen Einrichtung. Also zumindest im Sinne von ein paar Schränken. Und die machen auf mich auch wieder so einen Eindruck von alt und früher. Vor allen Dingen, wenn man sich mal hier diese Hochglanz-Holz-Imitat-Oberfläche anschaut. Ich glaube, wo habe ich das letzte Mal sowas gesehen? Ich denke, ja, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, bei meiner Oma. Und außerdem gibt es auch noch ein bisschen was Persönliches von dem Bewohner, der hier einmal gelebt hat. Ja, also ein paar romantische Fotomotive oder, weiß ich nicht, ein Poster oder so. Und eine Kirche. Ja, also tatsächlich dann jetzt hier wirklich Bewohnerzimmer. Ich weiß nicht, was das da unten im Keller war. Ich will nichts Verkehrtes sagen, kann auch sein, dass es von den Mitarbeitern waren. Jetzt befinde ich mich aber auf jeden Fall in der Bewohneretage und das sieht hier aus, also wenn das unten schon kein Horrorfilm war, dann das jetzt hier. Ich zeig's euch. Der Gang des Grauens. Dunkel, lang und links und rechts die Tapete von einem Dämon abgerissen. Also wenn du hier ohne Licht bist, mein Gott, das wird spaßig werden. Und rechts und links des Gangs wieder Zimmer, wieder mit 2 Liegen. Und das Ganze ist hier gefliest, also so eine Art Badbereich oder zum Frischmachen. Gegenüber wieder Zimmer und hier sieht man auch wieder eines von diesen Dingern, weswegen das vielleicht dicht gemacht werden musste. Es gibt auf den Zimmern keine Toilette, nur auf dem Gang. Egal in welches Zimmer man schaut, ob es ein großes Zimmer wie eben oder ein kleineres Einzelzimmer wie dieses hier ist, keine Toilette. Wenn man hier jetzt die Treppe nach oben geht, sieht man gleich, dass hier auf der rechten Seite so ein extra Bereich ist. Wieder mit so einer Tapete, einen auf hübsch gemacht. Weiß ich nicht, könnte so eine Art Gruppenraum gewesen sein, wo man sich dann als Bewohner getroffen hat. Oder vielleicht ein Speiseraum. Einen ganz netten Leuchter gibt es hier. Und, was euch bestimmt auch schon aufgefallen ist, einen sehr alten Toilettenstuhl. Die nächste Überraschung ist dann wohl dieser Raum. Alles voll mit Federn. Ja, Vermutung hier, wie auch schon in dem Teddy-Hotel, da zwischendurch mehrfach, könnten Waschbären sein. Oder könnte mal ein Waschbär gewesen sein, der sich hier ausgetobt hat. Und zu guter Letzt auf der Etage nochmal ein eingerichtetes Zimmer. Wieder mit schönen Postern an den Wänden und wieder mit ein bisschen Schränken und auch einem Bett. Interessanterweise sind es hier auch wieder ganz andere Motive. Also der Bewohner oder die Bewohnerin hat einen ganz anderen Geschmack gehabt. Hier geht es mehr um Architektur, eben gerade neuerer Natur. Hier haben wir so Burgen. Das sieht aus wie eine Miniaturausgabe von dem Kolosseum. Ja, nicht ernst zu nehmen. Und da hinten, das sieht was aus, etwas Orientalisches. So, Bewohnerzimmer sind wir damit eigentlich schon durch. Es ist tatsächlich ein kleines Altenheim gewesen. Anzahl der Zimmer würde ich jetzt mal sagen, so 30 waren es insgesamt. Für, ja, lass es vielleicht insgesamt 50 Bewohner gewesen sein. Manche waren Einzelzimmer, manche waren Doppelzimmer. Jetzt geht es noch auf den Dachboden. Und es hieß, auf dem Dachboden sind noch allerlei Einrichtungsgegenstände gelagert. Und das wollen wir uns natürlich auch anschauen. Ich bin gespannt. Ja, Treppe nach oben und der dunkle Dachboden.
Hier gibt es zum einen erstmal wieder so einen alten Fernseher oder die Überreste davon. Dann Lagerbereiche, die so ein bisschen abgetrennt sind. Und da hinten, aha, noch ein paar Stühle und Kissen. Ja, offensichtlich die Kissen, die der Waschbär nicht gefunden hat, wo er wohl nicht rankam, weil hier vielleicht die Tür mal zuletzt abgesperrt war. Eine Zeitung. Zeitung ist immer interessant. Okay, da ist die Jahreszahl sehr einfach zu erkennen. Ich sehe was von Ernte 73. 1973. Dann gibt es noch welche von diesen Beistelltischen, wie unten aus diesem einen Therapieraum. Da drüben ist noch einer. Allgemein kann man zusammenfassen, dass hier wohl ein großer Teil der Einrichtungsgegenstände aus den Bewohnerzimmern sich befindet. Und ganz zum Abschluss möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, dass selbst hier auf dem Dachboden für eine gewisse Architektur gesorgt wurde oder daran gedacht wurde. Mein Gott, ein Kamin, da oben ist wahrscheinlich ein Schornstein und dann so ein Bogen. Toll. Ja, und damit sind wir mit dem Rundgang durch das Altenheim am Ende. Ich fand es sehr interessant. Ich habe mir schon lange gewünscht, diese Location anschauen zu können. Wie gesagt, mehrere Male waren wir hier und jedes Mal war was kurz davor geöffnetes, so hieß es zu. Es war wirklich sehr schön. Also so etwas, also so ein Prunk und Protz, also es ist ja einfach gar nicht mehr in unserer Zeit so üblich. Krankenhäuser oder Altenheime sind ja fast gleich, je nachdem, wie schäbig die Einrichtung ist. Pflege ist eine Sache, die ist in Deutschland wirklich sehr, sehr verbesserungsbedürftig. Aber das möchte ich nur ganz nebenbei am Rand bemerkt haben. Ich möchte jetzt hier gerade keine Diskussion lostreten. Was ich euch aber auf jeden Fall möchte, dass ihr bei den anderen vorbeischaut, vor allem bei den Harzratten, bei Luca und bei Ben, die sind unten verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Spot wieder. Bis dahin. Ciao.